Schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt. Heute geht es um die Frage, Perlspiraldraht oder Drahtschutzbügeln. Damit der Kettenverschluss nicht beim Übergang zwischen Kettenschließe und Halskette das Perlgarn oder den Schmuckdraht durchscheuert, könnt ihr entweder einen Drahtschutzbügel oder Perlspiraldraht verwenden. Der Perlspiraldraht ist ein Schlauch, welcher aus einem hauchdünnen, aufgewickelten Metalldraht besteht. Dieser ist sehr vorsichtig zu verwenden, da er sich sonst sofort abfädelt. Der Drahtschutzbügel ist ein massiver Metallteil, welcher leicht zu handhaben ist und eigentlich bei der Montage nicht zerstört werden kann. Beide Schonerarten können sowohl bei Schmuckdraht als auch bei Perlgarn verwendet werden. Welches ihr bevorzugt, obliegt nur euch. Die klassische Methode ist sicher der Perlspiraldraht. Nun zeige ich euch, wie ihr die beiden Schoner montieren könnt. Zuerst der Perlspiraldraht. Wir brauchen natürlich ein 2 bis 3 cm langes Stück Perlspiraldraht und bei Verwendung von Schmuckdraht eine Quetschperle. Natürlich darf auch der Verschluss nicht fehlen. In diesem Fall fädle ich die Quetschperle zwischen die beiden letzten Perlen der Perlenkette. Quetschperle auf den Schmuckdraht auffädeln, dann die letzte Perle der Kette, danach den Perlspiraldraht mitfädeln. Ihr seht schon, der ist sehr klein und filigran, aber er macht die Kette wirklich schön. Hinter der Kamera geht das Fädeln leider noch schwieriger als sonst. Dann den Verschluss nicht vergessen. Und mit dem Schmuckdraht wieder durch die letzte Perle zurück und auch durch die Quetschperle hindurch fädeln. Hier geht es nur um die Montage des Perlspiraldrahts. Wie man Ketten fertigt, das habe ich schon in anderen Videos gezeigt. Nun den Perlspiraldraht noch etwas zusammenziehen und die Quetschperle flach drücken. Das überstehende kurze Ende könnt ihr direkt nach der Quetschperle abzwicken oder ihr lasst es bei der vorletzten Perle verschwinden. So, das eine Ende wäre fertig. Die zweite Seite der Perlenkette geht ganz genauso. Und nun zum Drahtschutzbügel. Auch hier benötigen wir wieder eine Quetschperle für den Schmuckdraht und eine Kettenschließe. Wieder die Quetschperle auffädeln, danach die letzte Perle der Perlenkette. Jetzt den Drahtschutzbügel mitfädeln. Und dann die Schmuckschließe in den Drahtschutzbügel einfädeln. Ob dies nun eine Karabinerschließe wie hier ist oder ob ihr eine Magnetschließe mit einer Öse verwendet, es ist immer die gleiche Methode. Wieder mit dem Drahtende ein zweites Mal durch die Perle und durch die Quetschperle zurückfädeln. Und wieder mit der Flachzange oder mit einer Crimpzange die Quetschperle flach drücken. Das kurze Drahtende wieder abzwicken und schon ist die eine Seite der Perlenkette fertig. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr mit Perlgarn
oder mit Schmuckdraht ganze Ketten fertigt, dann seht euch doch bitte meine anderen Videos an. So, das wär's auch schon gewesen. Danke fürs Zusehen und schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Euer Roman von Zanaschka Mineralien.